Noch ein paar Mal halte ich das nicht mehr aus. Das hörte man heute oft. Es war ein Spiel, in dem die Emotionen hochschwappten. Warum denn gleich aus der Haut fahren? Schließlich schossen die Homburger nach torloser erster Halbzeit den wichtigen Führungstreffer in diesem Zitterspiel. Stickroth mit frechem Trick und Buntzoll im Hechtsprung. 4 Minuten nach der Pause das 1:0. Udo Klugs Adrenalinspiegel erfuhr eine leichte Senkung. Stickroth mit Durchsetzungsvermögen und Buntzoll, womit zwei der herausragenden Spieler genannt wären. Buntzoll, der polnische Nationalspieler. Der andere Pole bei den Saarländern, Libero Wojcicki, gefährdete dieses Ergebnis durch ein unkontrolliertes Einsteigen gegen Schüler. 11 Meter, die Chance zum Ausgleich. Doch Flath scheiterte an Scherer. Berlins Trainer Hoss. Nach einem weiten Pass von Libero Haller und einer Vorlage von Riedle dann doch der Ausgleich. Torschütze Dienauer, der erst 4 Minuten im Spiel war. Homburg 9, Berlin gar 13 Spiele ohne Erfolg, auch heute kein Sieger. Doch dann kam Buntzoll mit Van der Eyken in Berührung und fiel kurz darauf. Schiedsrichter Weber aus Essen entschied erneut auf Strafstoß, diesmal für Homburg. Und so war die Szene, welche Udo Klug nicht sehen wollte und nach der die Pfeife seines Kollegen vielleicht etwas mehr qualmte. Fast wäre Mager noch herangekommen. So aber 2:1 für Homburg, Torschütze Wojcicki. An und für sich eine bittere Niederlage. Was uns betrifft, ich gratuliere Udo und der Mannschaft von Homburg zum Sieg, aber uns im Moment trifft diese Niederlage ziemlich schwer. Nicht allzu schwer traf sie eine weitere, umstrittene Strafstoßentscheidung. Denn diesmal vergab Wojcicki. Bei all den Elfmetern wollten wir auch von Trainer Klug wissen, was er denn davon hielt. Also, fragen Sie mich nicht mehr nach Elfmeter. Ich weiß bald nicht mehr, was ein Elfmeter ist und was keiner ist.